Ist wohl, hat auch noch wohl nicht seinen Weg in Game gefunden. Auch ein paar Circuit Boards rumfliegen. Das hier hinten würde ich ja am liebsten auch alles wieder abreißen und würde hier auch komplett Foundations hinsetzen, den Spacelift nochmal neu aufstellen. Floppy HDD. Nee, sind ja Circuit Boards, keine Festplatten. Die Festplatten kann man hier finden in abgestürzten Fliegern. Und die kann man scannen und da gibt es dann halt hier alternative Baupläne für Materialien. Da sind wir daheim. Wupp. Gehen wir jetzt hier aus Steel Beam und Concrete. Achso, ne, ich muss das erst noch erforschen. Hahaha. Ha, ha. Es langt ja nicht, dass man es scannt. Nein, danach muss man dann auch gucken, wie man es hinbekommt. Hey, du kannst das damit machen. Wie geht das? Ja, das musst du rausfinden. Ah, hier haben wir es doch. Ach, aus Schrauben. Ah, ne, der kostet das. Ah. So, Schräubchen haben wir, das haben wir auch. Startet hier gar nicht. Hm. Jedenfalls hier diese Sky 3 hier, diese Tanks, die hier unten dran hat, diese Container. Das Ding gibt's halt auch in abgestürzt, den kannst du halt irgendwie aufknacken. Fehlt dann immer irgendein Stromteil oder irgendwas. Und dann findest du da drin eine Festplatte, die kannst du scannen und da kannst du dann einen von drei alternativen Herstellungsmethoden aussuchen. Die meistens entweder die haben alle entweder andere Materialien, die sie brauchen. Meistens einen erhöhten Output. Okay, der macht die hier zum Beispiel dann aus Röhren und Zement. Und es kommen halt direkt drei raus und hier kommt halt einer raus. Dann halt die große Frage, was ist davon halt effektiver, die Dinger hier in Röhren zu pressen. Was fehlt hier Schönes? Ach, die Modular Frames, die wollten wir ja eigentlich auch noch in den Keller bauen. Kerbal Space Program. Ja, dann hast du eher was falsch gemacht, würde ich mal behaupten. Wenn du den Kram hochjagst wie ein Kerbal Space Program. Ich habe so das Gefühl, unsere Plastikproduktion ist jetzt zu schwach. Dafür, dass wir da unten jetzt hier die die Circuit Boards ja, so durchprügeln. Ach, dammit. So hat man im Game hier immer irgendwas zum Verbessern, aber ich sag mal, die Kunststoffproduktion, die ist ja momentan auch nur improvisiert. Ich habe vergessen, mir verdammte Röhren mitzunehmen, weswegen ich eigentlich weggegangen bin. Ah! Quartz. Kerbal Space Program. Das hatte ich mir auch geholt. Relativ früh, wo es sogar rauskam.
ist ein schönes Spiel, aber ich persönlich muss halt sagen, dazu da irgendwas halbwegs hinzubekommen, da bin ich nicht qualifiziert genug dafür. Ich bedenke, was du da alles beachten musst. Ja, hat Spaß gemacht, da irgendwelche total crazy Raketen und Kram zu bauen, die dann 90% Wahrscheinlichkeit in ihre Einzelteile zerploppt sind. Aber, ja. Was Sinnvolles. Jetzt dran an dem hier. Ba-da-da. Da-da-da. Legen wir uns immer auf die 7, den bauen wir ja dann doch relativ oft. Kriegen ja noch eine Zeit aus Space Planes. ich glaube, Space Planes gab es noch nicht, wo ich das gezockt habe. Ich glaube, dass ja. Ich sag mal, im Weltraum habe ich die meistens bekommen, nur nicht mehr zurück zu den ihrem Pech. Das hier die Reinforced Plates. Warte mal, das machen wir anders. Und jetzt eine Kohle Intake. Na gut, wenn die da fertig werden, wäre es doof, wenn wir die hier irgendwo da hinten dann noch rumschaffen. Mal so. Genau an den nicht. Danke. Ach, da jetzt wieder übermotorisierte Förderbänder dran gebaut. Naja, macht nichts. Ist jetzt nicht schlimm. Nicht das Schlimmste, sagen wir es mal so rum. So, Reinforced. Ne, nicht Reinforced Plates. Reinforced Plates brauchen wir dafür. Die normalen Rahmen wollen wir hier pressen. So rum war das. Can't afford.
So. Glück hat man überall hier seine Ecken, wo er sich irgendwie durchschummeln kann. No tomorrow. Von den Omega-Weibchen. Schade, dass das Ding nur so eine gammelige Aufnahme ist. Der Song ist so über. Natürlich wieder ein verrückt. Nicht das Splitter, den Merger brauchen wir. Invalid Shape, boah, das Ding nennt Invalid Shape, das sieht top aus. Uah. Ist doch nicht wahr. Can't afford. Ah, heute wollte er mich doch mobben in dem Game, ey. So, der lunzt einfach nur durch die Wand, weil ich den da so an die Wand gesteckt habe. Sag, wann gibt's hier zu eine Tür? What the hell? Ich sag mal, du brauchst Personal für die Fließbänder. Oh. In diesem Ding hier geht's um Automatisierung. Das wäre schlecht, wenn du hier dein Personal bräuchtest. Aber ich sag mal, du kannst ja mit, zumindest stabil mit bis zu 4 Leuten das Game zocken. Weil da will ich nicht wissen, was da für Chaos rauskommt. Ich glaube, wenn ich das hier im Multiplayer mit irgendwem zocken würde, ich glaube, ich würde die Leute fressen. Ja, dem, was sie da zusammenschräubeln. Ach ja. Probleme hat das Zeug hier zusammen zu stecken.
Frey Marino. Frey Marino. Frey Marino, so. Gerade hier direkt reinstopfen. Der EDS, der am schlechtesten von allem Mann bekommt. Wenn wir die Ölquellen noch genügend Pumpleistung haben, sollten wir da eigentlich kein Problem haben, wenn wir da dem Ganzen noch ein bisschen Power verpassen. Can the Ford? Warum? Herr Kupferkabel. So. Eins, zwei, drei. Und ihr braucht Schrauben und Reinforced Plates. Die Dinger für die Reinforced Plates hier auch nochmal direkt dahinter dübeln. Die Schrauben kommen ja hier vom Mainband wahrscheinlich abzwackeln, ne? Obwohl, wir haben Metall um die Ecke, dann können wir theoretisch gleich hier noch Schraubenpressen hinstellen. So. Ich kann sagen, für die haben wir jetzt wieder das Material nicht. Dudum. Genug Anlauf. Naja, ist doch schon, du siehst ja hier aktuell nur einen kleinen Bruchteil von der ganzen Geschichte. Was wird hier? Ach, hier, wenn die Steel Beams drin gefahren. Ah, hier drüben war das. Ein Stack mit. Deswegen, allein von hier kommen 5 Conveyor Belts übereinander, die Material bringen. Hier ist Ölumbauwerk. Das hier ist das ganze Anfangszeug. Von hier hinten kommt Kohle, wenn ich mich recht entsinne.
Hier drin ist nur Kohlelager. Hier hinter den Kraftwerken, hier weiter hinten, ist auch noch hier komplett Hochlager von Kohle. Und Eisenerz kommt von da hinten noch her. Deswegen, das ist nur ein kleiner Teil. Deswegen, hier wird Zeug produziert. Das hier ist ja nur die Energiesektion. Und die, wenn die piekt, fliegen wir die ganzen Sicherungen raus. Und wird jetzt wahrscheinlich die nächste Eisenader anstechen. Deswegen, das hier ist auch ein komplettes Ding voll mit Kohlelager. Hier diese Speichertanks dreimal übereinander durchgeschleift von hier hinten. Dass wenn halt hier ziemlich viel Kohle gefressen wird auf einmal, dass die Pumpe hinten herkommt. Und hier werden auch hier, das ist Erz, das sind Platten, das sind Schrauben. Deswegen, das Öl kommt auch von irgendwo da hinten, 2,5 Kilometer Entfernung. Da habe ich 4 Stunden fast nur Förderbänder gebaut. Deswegen. Und ich habe bis jetzt noch nicht alle Ölpipelines, die ich gebaut habe, im Betrieb. Das kommt auch noch dazu. Und es gibt ja viele Materialien in dem Ding hier, die noch gar nicht in Gebrauch sind. Da kommt ja auch noch dazu, das komplette bebaubare Fläche oder Fabrik und Ökosystem futsch. Ja, deswegen habe ich ja hier alles auf Stelzen gebaut. Da kann das Ökosystem halt hier unter den Betonstahlplatten dann weiter existieren. Reinforced. Jetzt bin ich gerade durcheinander. Reinforced Plates. Modul Frame? Ah, hier habe ich falsch ausgesucht. Ich doppel's. Genau, die machen jetzt hier die Reinforced Plates. Genau, für die gibt es keine Alternative. Können wir hier die Rod-Produktion noch machen? Plates.
jetzt wacke ich mir für die am besten Strom ab. Geht das? Ja. Yeah. Really, warum ist immer einer, der nach hinten verschoben ist von den Drecksdingern? So. Da brauchen wir jetzt nur die Konstruktors dafür. Die brauchen auch die brauchen Bars. Bar. Hier drei Stück hin. Knapp werden. Meh. Und noch einen zurück. Ist genau falsch rumgebaut, oder? Ja. Badum. Ach ja. Schadoker-System.
Floors to Steam. Bitte was? Willst du mich verdammt noch verarschen? Floors to Steam. Ich komm gleich mit Knüppel, ey. Nice. So, jetzt müssen wir die ganze Geschichte nur noch mit Rots und Tots füllen. Dispatching the half-assed one, oder? Jawohl. Zum Glück sitzen wir hier an der Quelle. Beide Händen schön vom Fließband genommen, den Scheiß. Die große Frage, können wir die Dinger hier alle füttern mit einer Mine? Mit einer guten Mine zum bösen Spiel. Entschuldigung. Der dann weh. Will ja hoffen. Iron Butterfly. So, alternate screws. Nee, Quatsch. Rods sollt ihr machen, nicht screws. Rods und Tots. Jetzt alle ausgesucht hier. So. Im Prinzip könnten wir hier einen Deckel drauf machen und könnten da auch noch Maschinen drauf tüdeln. So, ein Splitterino.
Hui. Bing. Ich sage, da müsste ein ganzes Pfund sein. So, was haben wir denn noch an? Holen jetzt erst nochmal Zement. Wow. Ach genau, da waren sie. Können wir vielleicht hier außen rum bauen und können das Ganze dann hier rüber fördern. Remedy, Omega Wipe. Kabel werden dünn, okay. Ne, die habe ich nicht weggerissen, die Kabel. Sagen, die müssen noch hier geprägt werden. Treten wir mal aufs Gaspedal. Wupp. Aber mal tunen die ganze Geschichte. Wahrscheinlich jetzt etwas mehr brauchen. Ich im Betonmischer noch mal ein bisschen Gas geben. Na komm, ihr schafft mal das Doppelte. Ihr habt ja gute Anbindung hinten. Ja, das sieht auch gut aus. Bauen wir uns gerade noch die Bohrköpfe. Copper Wire. Da haben wir Außenmaterial dafür. Nice. Wir haben Minimi gespielt. Wir haben so viel Laserschwert freigeschaltet. Ich liebe diese Jungs, ey. Erstmal weg mit dem hässlichen Grün hier.
Ah, Ghost Empire, ich habe wieder Bock zu ohne Ende, aber ja auch nicht gerade um die Ecke. Strom klauen. Uiuiui. Ich glaube, ich das nächste Mal eine Map anfange, baue ich erstmal so 10 von den Stahlklötzen, die Bodenplattformen nach oben. Als ich dann so auf dieser Höhe hier bin und mach dann Parkplatz. Kann sagen, die dürfen ja jetzt angelaufen sein, jawohl. Ein bisschen getuned. Am Pflastern wir gerade hinten hin rum noch den Weg